Im heutigen Markenflüster geht es um Liquidität und Insolvenzen in der Corona-Krise. Wir haben derzeit ja die Stimmung der Aktienmärkte, die machen Party und auf der anderen Seite brechen Unternehmen real zusammen. Gibt es also eine Kette von Insolvenzen, davon werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch hören. Und die Frage ist, reicht diese Liquidität oder kann diese Liquidität diese Insolvenzen verhindern? Was heißt das mittel- und langfristig? Und genau das wollen wir uns anschauen. Wir haben heute ja 14.30 Uhr das US-BIP gesehen und haben da einen Rücklauf von minus 4,8% erlebt. Eigentlich noch schlechter als erwartet. Und das Erstaunliche daran ist, dass ja eigentlich der Lockdown erst, naja, Mitte März passiert ist. Das heißt, so wirklich in den letzten Zügen des ersten Quartals ging es in den USA richtig nach unten. Das heißt, wie Mohammed El-Arian von PIMCO, ehemals PIMCO, sich hier Gedanken macht, bedeutet das natürlich, was wird erst im zweiten Quartal passieren, wo wir jetzt schon einen ganzen Monat im Prinzip im Lockdown sind, also im Prinzip doppelt so lange wie im März. Das dürfte also dann noch viel dramatischer werden. Die Zahlen waren unglaublich interessant schon deshalb, weil sich zeigt, dass im ersten Quartal vor allem die Ausgaben für Gesundheit massiv gesunken sind. Und das war einer der Hauptgründe für das so stark rückläufige BIP der Amerikaner im ersten Quartal. Und wir sahen auch, dass vor allem die persönlichen Ausgaben der Amerikaner so stark gefallen sind wie seit dem Jahr 1980 nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Wie gesagt, es waren ja nur die letzten zwei Wochen Lockdown. Der Rest davor war ja eigentlich noch okay. Aber wir sehen eben auch, dass es bei den Gütern hier, der blaue Balken, kaum zurückging. Aber bei den Dienstleistungen ist es massiv nach unten gegangen. Und jetzt sehen wir mal eins und eins zusammen. Was ist die amerikanische Wirtschaft? Vorwiegend Dienstleistung, 70%. Dementsprechend muss die Dienstleistung sich wieder erholen, sonst wird das ein Problem. Wir sehen praktisch einen Rekord, ein Allzeithoch, was die Differenz zwischen der Realität, die etwas weniger schön ist, und dem, was an den Finanzmärkten passiert. Und hier sagt Matt King von Citigroup, man kann mit unbegrenzter Liquidität vielleicht Schuldenprobleme ein bisschen hinausschieben, aber man kann sie eben nicht lösen. Und wir sehen, dass etwa die Downgrades für Junk Bonds, also für Unternehmensanleihen mit schwacher Bonität, dass es da geradezu hagelt mit diesen Downgrades. Und das wird Investment-Grade-Bonds auch bald betreffen, also die Bonds, die sozusagen von Profi-Investoren überhaupt noch gekauft werden können. Schauen wir uns mal an, was Lisa Abramovic hier zu sagen hat, und es trifft es eigentlich auf den Punkt. Was heißt Liquidität? Heißt ja faktisch Schulden. Schulden müssen zukünftig bedient werden. Wenn ich Schulden bedienen muss, dann kann ich weniger Geld ausgeben in produktive Bereiche, in Wachstum investieren, sondern dann muss ich eben dieses Geld den Gläubigern zurückgeben. Und das ist das große Thema. Liquidität trifft Insolvenz, und heute ist bekannt geworden, dass Hertz, der Autovermieter, wohl Insolvenz anmelden wird, und es werden noch viele, viele andere folgen. Seit dem März hat der S&P jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, respektive die Erwartungen an die Gewinne der Unternehmen, die sind von etwa 177, 178 Dollar gefallen auf jetzt nur noch 143 Dollar. Wir haben also 19% seit März an Gewinnrückgangerwartung. Das ist das, was die Analysten erwarten. Aber der Dow Jones wahrscheinlich mit jetzt so kurz vor Monatsende mit dem besten Monat seiner Geschichte seit dem Jahr 1987 und der S&P sogar seit dem Jahr 1974. Und hier ein Kommentator bei Finanzmarktwelt hat hier geschrieben, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir noch vor Juli 2020 ein neues, frisches Allzeithoch bei den US-Indizes sehen, und zwar bei allen drei Indizes, wenn nicht sogar um einiges noch früher. Klar, das kann passieren, aber es zeigt so ein bisschen die Stimmung, die draußen da ist bei den geneigten Investoren. Ja, ist alles super, es ist praktisch ja so, dass diese Liquidität alles zuschüttet, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Never fight the Fed. Sie kennen diese Thesen, Sie kennen diese Argumente. Wir sehen auf der anderen Seite vor allem im Tech-Bereich nach wie vor eine immense Euphorie. Wir haben jetzt beim 20-Tages-Durchschnitt des Optimismus-Index für Internetwerte, das sind 40 Werte, die hier getrackt werden, da sind wir
auf dem höchsten Stand seit langer, langer Zeit. Wir waren zuletzt auf diesem Niveau Januar 2018. Januar 2018 war doch was. Da ging es dann ein bisschen was nach unten. Die Euphorie ist also groß. Wir sehen auf der einen Seite also Liquidität, sogenannte Money Supply, also Geldmenge, M2 geht steil nach oben. Aber die Velocity, Money Velocity, also die Geschwindigkeit, mit der das Geld zirkuliert, die kollabiert geradezu. Das ist der Grund, warum wir keine Inflation sehen werden, sondern erstmal Deflation. Klar, wenn Unternehmen in Schwierigkeiten sind, Unternehmer, Selbstständige kein Geld verdienen, etc., etc., wo soll da sozusagen die Inflation herkommen, weil alle das Geld zusammenhalten, Anschaffungen nicht tätigen, etc., etc. Das wird sich oder zeigt sich auch schon in Sachen Dividenden. Hier haben wir mal eine Übersicht über Dividenden jetzt sozusagen in 2020, welche ausgesetzt, komplett ausgesetzt und gestrichen sind und welche sozusagen verringert worden sind. Da haben wir die höchste Quote jetzt eben schon seit der Finanzkrise. Aber die Zahlen wurden alle wieder mal übertüncht. Die Amerikaner haben ja wirklich ein Talent und die Wall Street, dass immer dann, wenn schlechte Wirtschaftszahlen kommen, ob US-Erstanträge, als dann vor einer Woche oder zwei Wochen war es, die Fed dann dieses 2,3 Billionen Programm verkündet hat. Heute wurde dann das nächste Kaninchen aus dem Hut gezaubert, wieder mal von einem alten Verdächtigen, nämlich Gilead, die gesagt haben, Remdesivir, da haben wir einen isländischen Vulkan, der gegen Coronavirus hilft. Ich habe mir ja schon gefragt, warum hat man eigentlich noch nicht Viagra probiert? Das hat etwa vielleicht dieselbe Wahrscheinlichkeit, wissen wir nicht. Jedenfalls gab es ja schon eine Studie dazu. The Lancet berichtet hier darüber, die in China gemacht wurde. Und dieser Versuch wurde abgebrochen, weil man eben keine statistische Signifikanz gefunden hat bei den Coronavirus-Patienten, dass dieses Mittel hilft. Man hat leichte statistische positive Abweichungen gefunden. Und das hat heute auch Scott Gottlieb und auch Fauci gesagt. Ja, es gibt leicht positive Erkenntnisse dafür, dass wenn jemand noch im frühen Stadium einer Infektion mit dem Coronavirus ist, dass es dann doch durchaus hier helfen kann. Aber reicht das, um wirklich eine Hoffnungsrallye mal wieder aus dem Hut zu zaubern? Das mag jedem selbst überlassen sein. Schauen wir uns mal an, wer eigentlich geneigt ist, diese Ausgangssperren, diesen Lockdown zu begrüßen oder eben nicht zu begrüßen. Wir sehen, dass die Demokraten hier in den USA zu 76% sagen, ja, das muss sein, während bei den Republikanern sind es nur 47%. Also das ist scheinbar wirklich eine politisch-mentale Einstellung, die hier zum Tragen kommt. Und man fürchtet, oder wenn es so käme wie 1918 bei der spanischen Grippe, mit einer gigantischen großen zweiten Welle und dann nochmal einer dritten Welle, wäre das natürlich eine Katastrophe. Warum heißt die übrigens spanische Grippe? Weil diese, in Anführungszeichen, spanische Grippe ist eigentlich in den USA ausgebrochen, beziehungsweise bei US-Soldaten. Die spanische Presse hat damals aber als erste und einzige zunächst mal darüber berichtet, weil Spanien war damals praktisch neutral und hatte deshalb das berichtet, was andere erstmal ein bisschen unter der Decke halten wollten, kommt uns irgendwo bekannt vor. Manche sagen ja, das wollten die Chinesen auch. Hier sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, wie so die Zustimmung ist, ob man sozusagen Lockdowns aufrechterhalten sollte, ja oder nein, bis das Coronavirus wirklich beherrschbar sei. Wir sehen, die Russen sind nicht wirklich geneigt, da groß zu Hause zu bleiben, die Deutschen etwa im Mittelfeld. Und die Amerikaner, schauen wir uns aber mal an, was heute IFO und das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaft, gezeigt haben in einer Untersuchung, nämlich dass die Ansprache von Angela Merkel, die Fernsehansprache Mitte April, Mitte März, als sie sagte, ja, die Dinge sind schwierig, wir stehen jetzt vor schweren Zeiten, dass das die Konsumneigung der Deutschen massiv nach unten gebracht hat. Das ist eine interessante Geschichte. Heute Abend ja Fed-Meeting. Was wird die Fed da sagen? Zinsen senken wahrscheinlich nicht. Aber man wird natürlich versuchen, in die Märkte da reinzusprechen. Die Märkte glauben unbesiegbar. Das ist jetzt sozusagen ein gemachtes Ding. Die Frage ist aber, wird die Fed vielleicht auch mal irgendwann andeuten, Leute, wir müssen hier sehr viel Geld jetzt investieren und dann müssen die einen oder anderen auch ein Stück weit die Last tragen, nämlich Aktionäre von den Firmen, die man ausbailt, die sozusagen eben kein risikofreier Lunch sind. Und hier sagte Sven Henrik, und spricht hier für die Fed, wir sind froh, Ihnen ankündigen zu können, dass wir die Wall Street einmal mehr gerettet haben. Und für alle anderen sagen wir viel, viel Glück.
Und PS, bei uns, bei der Fed wird es übrigens keine Entlassungen geben, denn wir können unser Geld selber drucken. Das ist doch mal eine große Geschichte. Wir werden heute 20 Uhr die wichtigsten Dinge des Fed-Statements dann abbilden bei finanzmarktwelt.de, 20:30 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell und dann um 22 Uhr oder ab 22 Uhr die Zahlen von Tesla und Facebook zur Darstellung bringen. Morgen übrigens, morgen Abend gibt es kein Marktgeflüster, wollte ich darauf hinweisen, einen Videoausblick morgen früh schon, aber kein Marktgeflüster. Schauen wir uns mal an, was in die Charts so passiert. Was wir hier sehen, ist der S&P 500 jetzt eigentlich im Widerstandsbereich 2950. Es war eine Großbank, ich glaube es war JP Morgan oder war es Morgan Stanley, die gesagt haben, ja, wir erwarten, dass der S&P bis Ende April noch bis 2950 läuft. Das ist jetzt eingetreten. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Was sagt der DAX? Die Charts sind, falls ich es vergessen sollte noch, die sind von Capital.com. Wir sehen hier den DAX über der 11.100er Marke. Klar, warum auch nicht? Es ist ja möglich. Wir sehen Gold, das so ein bisschen daher wabert bei 1.700 Dollar und die Crudes 17,08 Dollar, das amerikanische, und Brent bei 24,33 Dollar. Also 20 Uhr, Finanzmarktwelt gucken, Fed-Statement, dann 20.30 Uhr, Realtime-Abbildung in Textform, was Jerome Powell zu sagen hat, und dann ab 22 Uhr die großen Tech-Zahlen. Das ist doch mal ein Angebot, meine Damen und Herren, auf das werde ich an Ihrer Stelle aber mal echt zurückgreifen wollen. Ne? Also, ich sage jetzt erstmal Servus und Ciao, ich muss mir gleich auf die Fed vorbereiten, weil das ist dann mein Part. Die Tech-Dinger machen andere. Erstmal alles Allerbeste und ich sage Servus und Ciao.